Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forris 82 mit einem weiteren Mediabook Unboxing Video. Und ich habe euch ja gerade vorgestellt, Fido von Unglaublich Fantastische Filme, die neue Collector Edition von dem Zombie Magazin von Markus Hage. Und was soll ich sagen, das Teil ist schon mal richtig cool mit vielen Gimmicks. Wer das gerne mal sehen möchte, einfach mal ein Video drunter anklicken. Und dann seid ihr auch schon bei diesem Video. Ganz tolles Teil. Und er hat noch ein weiteres Exemplar geschickt, und zwar von der Ausgabe 2, nämlich Wolfkopf. Und was ihr hier schon seht, die passen natürlich auch alle perfekt nebeneinander zusammen, auf jeden Fall von den ganzen Darstellungen von diesen ganzen Mediabooks sind sie alle sehr ähnlich gestaltet, und das ist schon mal sehr cool. Und ja, jetzt kommen wir zu Wolfkopf. Ich habe das Mediabook ja schon von Birnenblatt, was auch sehr toll ist, mit diesem leuchtenden Mond, und auch diese Zeichnung ist sehr cool, aber der Film ist einfach nicht mein Fall gewesen, ganz ehrlich. Und dafür nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Markus, für das kleine Sponsoring, das ich auch bekommen habe von dir. Und ja, wie gesagt, hier im Wolfkopf ist jetzt die Nummer 2 Ausgabe von Unglaubliche Fantastische Filme. Das Mediabook ist auch auf 555 Stück limitiert. Und würde mal sagen, wir machen hier auch gleich mal das Mediabook auf. Und dann gehen wir auch mal gleich ins Eingemachte und gucken einfach mal das Mediabook mal von ganz genau an. Wir tun es wieder auf Herz und Nieren prüfen. Folie sind schon mal sehr fest eingeschweißt. So. Und auch hier haben wir wieder ein Hochglanz-Mediabook, wie auch schon Fido, was ich schon mal sehr cool finde, weil auch wieder was anderes. Und ja, würde mal sagen, wir gehen einfach in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal das schöne Mediabook mal ganz genau an. Ja, jetzt kommen wir in die Ego-Perspektive von Wolfkopf, von dem Mediabook, und ich muss echt sagen, das Motiv gefällt mir auch richtig, richtig gut und passt natürlich auch wieder perfekt auch zum anderen. Ich halte nochmal Video mit hin und ihr seht, ihr schon echt cool gestaltet, alles passt perfekt zusammen, also wirklich ganz tolle Arbeit hier. Und was soll ich noch sagen, auch hier auch auf Details wurde hier extrem geachtet, zum Beispiel auf die Nummer 2, bei Fido steht Nummer 1 drauf, September 2017, ebenfalls hier 90 Cent. Und hier unglaublich fantastische Filme, Wolfkopf, und hier auch wieder dieses Horrorzeichen. Und hier eben dann dieses coole gezeichnete Motiv, was mir richtig gut gefällt. Dann haben wir hier den Spine, auch der schaut absolut cool aus. Hier oben wieder das Logo von den unglaublichen Filmen, dann Wolfkopf, Blu-ray und DVD-Logo, und hier eben das Bild vom Wolfkopf. Und wenn man jetzt eben die beiden hier aufeinander legt, sehen wir hier auch, dass hier alles perfekt zusammenpasst. Und was mir sehr positiv gefällt, dass eben auch kein Nummerierung oder besser, also hier keine 1, 2 und 3, sondern man muss jetzt nicht unbedingt jetzt alle Filme jetzt kaufen, die jetzt hier in dieser Ausgabe erscheinen und in dieser Kollektion erscheinen, denn manche Filme gefallen einfach ihnen einfach nicht, und von daher passt auch perfekt, da muss man jetzt nicht alles komplementieren. Natürlich, wie man uns halt Sammler kennt, wollen wir natürlich auch wieder alles komplett haben, aber eben, man muss es nicht unbedingt jetzt zwanghaft machen. Und dann geht es hier weiter mit dem Backmotiv. Hier wieder ein paar Schwarz-Weiß-Fotos von dem Film und eben dann die Inhaltsangabe zu dem Film und eben dann noch die Extras, was alles hier dabei ist. Die Disc-Extras, die Mediabook-Extras, wie gesagt, 36-seitiges Booklet, eine Retrospektive zur Produktion des Films. Und hier meine Nummer ist die 65 von 555 Stück und hier ebenfalls September 2017. Und hier noch die technischen Daten zu dem Film. Untertitel gibt es nur auf Deutsch. Die DVD geht 76 Minuten und die Blu-ray geht 79 Minuten. Hier eben dann noch die Sprache und Ton. Und dann gehen wir mal ins Eingemachte und gucken uns mal dann das Mediabook mal von innen an. Und dazu habe ich mir auch noch mal das Mediabook geholt von Birnenblatt, was ich hier habe. Und auch hier ist eben das Zombie-Magazin Mini-Sonderausgabe mit dabei. Und mal gucken, ob das jetzt eigentlich alles gleicht oder es ein bisschen Unterschiede gibt. Aber dazu gleich mehr. Wir haben jetzt hier erstmal wieder das coole Motiv von der Blu-ray-Disc mit dem gezeichneten Cover vorne drauf. Und hier haben wir auch wieder im Hintergrund, wie auch schon bei Fido, die Blu-ray mit Sondermotiv. Und hier dann die Extras dazu. Und dann geht es hier weiter mit den unglaublichen, fantastischen Filmen. Wieder ein Vorwort von Markus Hage, wie ihr hier seht.
Auch immer ganz cool. Und jetzt kommen wir eben zu dem eigentlichen Booklet, nämlich zur Mini-Sonderausgabe zu Wolfkopp, Retrospektive, Interview und Bildergalerie. Und das Motiv ist auf jeden Fall schon mal mir bekannt. Und dann blättern wir einfach hier mal durch. Und dann schauen wir uns mal dann ein kleines, das Magazin mal kurz an hier. Und ich sehe schon, das Mediabook ist eigentlich identisch zu dem Birnenblatt Mediabook. Cinecop Interview mit Regisseur. Und haben hier wieder die ganzen Extras. Dazu kommen wir dann wieder in der normalen Perspektive, was eben hier wieder mit dabei ist. Und dann hier haben wir hier noch das hier. Und sind wieder sehr viele Seiten. Wir sind wieder bei 27. Dann geht es hier noch die Gestaltung des Cover Artworks. Auch sehr interessant zu machen. Und eben die Postergalerie. Und haben wir hier eben dann das Motiv von Birnenblatt, wie ihr hier seht. Und dann hier noch die letzte Seite und auch nochmal hier eben Markus Hage. Und hier eben dann ein sehr cooles Motiv auf DVD, wie ich finde. Das schaut wirklich sehr cool aus. Mit dem Kinomotiv, das Ganze schaut hier ganz so aus. Und hier ebenfalls eben mit den Extras dabei. Und ja, sehr schön auf jeden Fall. Und dann werden wir mal ganz kurz das Mediabook nach oben legen. Und einfach mal so zum Vergleich nochmal kurz da mal durchblättern. Also die ersten Seiten werden natürlich jetzt auch alle komplett sein. Identisch sein, was auch der Fall hier ist. Ja. Interview mit dem Regisseur haben wir hier auch. Das haben wir auch. Also es ist eigentlich das Einzige, was hier noch dazu gekommen ist, ist halt eigentlich die Information, wie eben das Covermotiv entstanden ist. Aber so an sich ist eigentlich das Motiv, zumindest das Booklet, eigentlich haargenauso wie das andere. Also wer jetzt unbedingt jetzt nicht die eine Seite jetzt hier haben möchte, ob jetzt das Zweitkauf jetzt lohnt, ist jetzt die zweite Frage. Aber wie gesagt, wenn man jetzt natürlich alles haben möchte, dann auf jeden Fall. Und ja, also hier diese Seite hier, wo haben wir sie denn? Wo war es denn? Na, die hier Seite, die Gestaltung des Cover Artworks. Das ist jetzt die Seite, wo jetzt eigentlich hier neu wurde, oder neu gemacht wurde. Und ja, okay. Aber nicht so dramatisch, wie gesagt, ist ja auch vom Mini-Zombie, vom Magazin, also von daher muss es eigentlich gleich sein. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal das Mediabook zu Wolfkopp. Und wir gehen wieder zurück zum Hauptschirm und dann gibst du die ganzen Extras, wo es noch dazu noch gab. Ja, das war das Mediabook zu Wolfkopp von den unglaublich fantastischen Filmen. Und was soll ich sagen, auch dieses Mediabook schaut natürlich wieder top aus. Richtig cooles Motiv, gefällt mir saugut. Die ganze Gestaltung hier passt perfekt. Ich mag es auch gerne ein wenig pompös. Und wie gesagt, macht wirklich Fun. Einzige Manko halt ist, das Buch ist eigentlich fast gleich, bis auf ein paar Seiten. Aber wie gesagt, das war eigentlich eher klar, da ja auch das von Birnenblatt ja auch vom Reto, vom Zombie-Magazin geschrieben wurde. Also von daher ist es jetzt nicht so dramatisch. Ob es ja ein Neukauf lohnt, okay. Das Ding schaut natürlich auch richtig Bombe aus. Also mir gefallen alle beide Motive von Birnenblatt und von unglaubliche, fantastische Filme. Aber wie gesagt, ist jetzt eben jeden seins überlassen, ob man es nochmal braucht. Aber dafür hat man ja beim lieben unglaubliche, fantastische Filme noch ein weiteres kleines Päckchen dabei. Und da haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Und wieder einmal ein Poster, wie auch schon bei Fido. Und mit diesem coolen Motiv von Wolfkopp, was vorne drauf ist, wirklich auch diesmal komplett, also ohne mit dem Horror obendrauf. Schon mal sehr, sehr cool, wie ich finde. Das schaut wirklich echt klasse aus. Und natürlich auch hinten drauf wieder das große Logo von unglaublichen, fantastischen Filmen. Und dann geht es natürlich weiter mit einem Post, mit einem weiteren Sticker von unglaublichen Filmen. Und dann geht es hier weiter mit einem, ja, kleinen Charakterkarte von Wolfkopp. Die Nummer 2 mit V&D-Motiv drauf. Und hinten drauf eben dann, was halt eben der liebe Wolfkopp ist. Wirklich war coole Idee, definitiv sehr coole Idee.
Dann geht es hier weiter mit einem Sticker. Der Nummer 4. Wirk lecker. Schönes Motiv ausgewählt, liebe Markus. Wirklich sehr schönes Motiv ausgewählt. Echt ekelhaft. Und dann haben wir die Nummer 2. Schmatz. Das Ganze schaut hier so aus. Auch ein schönes Motiv ausgewählt. Coole Sache auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch einmal, dann genauso wie bei Fido, eine kleine Beschreibung von dem Film mit dem coolen Motiv vorne drauf und hinten drauf eben dann die Erstaufführung, wann er eben das erste Mal aufgeführt wurde. Auch auf jeden Fall sehr interessant, wie ich finde. Echt tolle Beilage auch. Und dann wieder ein paar Aushangfotos. Dann haben wir eben das hier. Das Ganze schaut jetzt so aus. Und dann haben wir hier noch ein Querbild mit einem Polizeiauto drauf. Und innen drin sitzt auch, glaube ich, der Wolfkopf. Und dann hier noch auch ein sehr cooles Motiv, nämlich das hier. Ja, und was soll ich sagen? Wieder tolle Gimmicks dabei, wie auch schon beim anderen. Auch hier alles perfekt zusammen abgestimmt. Und ja, das war das Unboxing wieder zu Wolfkopf von den unglaublichen, fantastischen Filmen. Und kann dir auch einfach eine klare Kaufempfehlung empfehlen, wer jetzt eben Wolfkopf von Bernard Blomqvist haben sollte oder auch natürlich auch so, um mal eben das auch schon mal zu komplementieren. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, wirklich sehr cooles Mediabook, auch natürlich auch Fido hier, ja auch nochmal kurz zeigen. Lohnt sich auf jeden Fall alle beide, wie gesagt, Filme, wie gesagt, ihn kenne ich nicht so mein Fall, bei dem hier bin ich nicht ganz sicher. Und wie gesagt, Kauflink unten in der Videobeschreibung, auch natürlich weitere Informationen über Zombie-Magazin, über fantastische, unglaublich fantastische Filme, alles unten in der Videobeschreibung drin. Könnt euch gerne mal nachgucken, nachlesen und dann, wenn es euch gefällt, einfach mal auf Kaufen drücken. Ja, das war auf jeden Fall das Unboxing wieder von den beiden Mediabooks. Wie gesagt, mir gefallen sie sehr gut und ob ich jetzt da weiter sammeln werde, weiß ich jetzt noch nicht genau. Schauen sie wirklich sehr cool aus. Aber man muss ja auch darauf aufs Geld achten, denn ich habe ja schon sehr viel, wo ich sammle. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis demnächst. Euer Voice 80. Tschüss mit Ö und Beep.